Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Wir sind auf der Suche nach den restlichen Zahnrädern. Also restliche Zahnräder ist gut. Nach dem restlichen Zahnrad. Nach dem übrig gebliebenen Zahnrad. Nachdem das seine Freunde verloren hat. Und wir sind gespickt mit neuen Informationen. Wir wissen zum Beispiel, dass sich auf dem Rücken dieser großen Zahnräder hier durchaus mal was verbergen kann. Ah, ich springe hier nochmal an der Seite hoch. Vielleicht kann man hier hinten irgendwie was... Nee. Da ist nichts. Ich gleite mal hier so ein bisschen entlang an den Zahnrädern, aber das schaut nicht so aus, als ob da was versteckt wäre. Hier haben wir so ein Fenster im Hintergrund, da ist aber auch nichts. Okay, schließen wir diesen Ort hier also schon mal aus. Ist hier irgendwo was hinter? Oh, jetzt bin ich zerstampft worden. Nein! Ah, mal schnell... Oh Gott! Bin ich schon fast nochmal drauf gegangen. Also jetzt haben wir uns mal ordentlich fallen lassen. Haben wir hier im Hintergrund links vielleicht was? Nee, sieht nicht so aus. Ich gehe jetzt wirklich jede Ebene hier ganz akribisch mal durch. Und schwebe hier mal so ein bisschen entlang. Würde echt furchtbar gerne diese Zahnräder bekommen oder dieses Zahnrad bekommen. Aber ich sehe es einfach nicht. Lassen wir hier unten die Zahnräder mal ein bisschen durchlaufen. Ist da links noch irgendwo was? Nein. Also warten wir einfach mal, bis das Zahnrad hier vielleicht einmal komplett durchgelaufen ist. Vielleicht ist es da irgendwie auf der Rückseite angeklebt oder so. Nein. Ich habe vorhin ja auch gesagt, also wenn, dann wird das hier irgendwo auf dieser Ebene sein. Ach, da vorne ist noch eins. Hatte ich das noch? Doch, das hatte ich schon. Das hatte ich doch schon. Okay. Nee, vorhin habe ich gesagt, es wäre auf der oberen Ebene, aber ich bin ja schon runtergefallen. Also muss es hier unten irgendwo sein. Aber wo denn zum Teufel? Hier sehe ich nichts. Beobachten wir nochmal den Hintergrund ein bisschen. Kann man hier oben drauf eigentlich? Ja, hier kann man auch drauf, glaube ich. Nee, kann man nicht. Ha! Wo ist denn das blöde Zahnrad? Ich lasse den Hintergrund einfach mal eine Zeit lang durchlaufen. Aber egal, wo ich hingucke, ich sehe kein Zahnrad. Hier unten leider auch nicht, auf dem, wo ich stehe. Aber trotzdem, sicherheitshalber, lasse ich auch das nochmal durchlaufen. Das rechts neben mir habe ich auch parallel dazu im Blick. Aber auch da keine Spur eines Zahnrades. Wenn wir mal an dem Punkt hier noch ein bisschen stehen. Nee. Wobei die Zahnräder im Hintergrund halt auch schon wirklich extrem weit weg sind. Aber ich sehe nichts. Hier sehe ich aber leider auch nichts. Boah, wenn das so richtig mies versteckt ist, das wäre ja schon echt gemein. Wobei, es könnte sogar sein, dass das hier schon die letzte Aufgabe ist. Also ich weiß gar nicht, ob hier nach überhaupt noch Aufgaben kommen. Wenn dem so sein sollte, dann ist es natürlich, angemessen, so eine schwere Aufgabe auch als letztes zu nehmen. Beobachten wir nochmal die Zahnräder hier. Tut sich da im Hintergrund was auf? Auch nicht. Hier an der Seite vielleicht. Da ist ja immer... Ein Teil dieses Zahnrades ist ja immer unter der Lava, aber da entdecke ich auch nichts. Aber hier sind wir doch vorhin auch schon zweimal dran vorbeigelaufen. Wo ist denn hier ein Zahnrad, bitte? Also wahrscheinlich wird das wirklich ganz klein irgendwo rumlungern. Ach, von hier hinten hätte ich übrigens auch das Zahnrad da vorne erwischen können. Fällt mir gerade auf. Gucken wir uns nochmal ein bisschen hier um mit unserem Zielmechanismus. Gut, hier wird keins sein, denn hier haben wir ja schon eins gefunden. Kann man das da hinten abschießen? Ist es da in der Ecke? Nee, kann man auch nicht abschießen. Da sind wir wieder bei einem, was wir schon längst hatten. Dampfen wir mal hier runter nochmal. Nee.
Hier erblicke ich auch keins. Auch nicht, wenn ich hinten durchlaufen lasse. Nee. Vielleicht an diesen... Sie sind ja diese Säulen, die so runterstampfen. Ist da vielleicht vorne was dran geklebt oder so? Ach, schaut aber auch nicht so aus. Da im Hintergrund haben wir ja schon eins. Gehen wir mal hier hoch und schauen hier oben auf dem Teil nochmal. Da, wo der Hund war. Vielleicht irgendwie hier in so einem blöden Winkel im Hintergrund nochmal. Nee. Nein, hier ist nichts. Hier ist nirgendwo ein Zahnrad. Hatte ich das hier schon? Ja, das hatte ich schon. Mann. Da ist keins. Das bringt mich jetzt echt zur Verzweiflung. Wo ist hier das Zahnrad? Und mal hier noch ein bisschen weiter. Ja, Richtung Ende könnte natürlich jetzt noch eins sein. Aber im Hintergrund, ja, wir haben nichts, was wir anvisieren könnten oder so. Können wir uns hier vielleicht irgendwie so ein bisschen nach unten fahren lassen? Bringt uns das was oder sterben wir dann einfach nur? Also hier im Vordergrund, nee, da sehe ich auch nichts leider. Machen wir dasselbe hier auch nochmal. Ja, da vorne hatten wir ein so ein angeklebtes. Schön und gut, nur... Bringt mir das nichts? Ist hier irgendwie vorne vielleicht eins oder so? Nein. Kann man hier drauf fliegen auf dieses Gebäude? Nee, kann man auch nicht. Oh, starten wir das nochmal neu? Jetzt will ich es aber wissen. Also ich möchte jetzt schon wissen, wo das Zahnrad ist. Das gibt's doch gar nicht. Hier links... Oh, seid ihr mies. Oh, da bin ich nicht drauf gekommen. Ist das räudig. Das ist ja wirklich gemein. Oh, da muss man mal drauf kommen. Und ich habe die ganze Zeit wie ein Idiot den Hintergrund abgesucht. Ah, ich könnte ausrasten. Naja, Aufgabe bestanden. Also, da haben wir es. Schauen wir mal, ob er noch eine Aufgabe hat. Ja, eine hat er noch. Dosenroboter möchte er haben. In drei verschiedenen Leveln gibt's die. Ja, dann suchen wir doch mal die Dosenroboter. Hier weiß ich, wo der ist. Hier habe ich den auf jeden Fall gesehen. Und in den anderen Levels habe ich den da auch gesehen. Ich meine, ich habe den öfter mal gefunden. Ja, ich habe den auf jeden Fall öfter mal gesehen, den Roboter. Hier war der irgendwo im Hintergrund. Wir müssen auf jeden Fall wirklich ein bisschen mehr Münzen jetzt noch sammeln, damit das noch hinhaut. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass jetzt noch viele Quests hier kommen. Ich glaube, wir haben es bald wirklich geschafft und dann sollten wir auch langsam mal die Münzen zusammen haben für die letzten Kostüme. Alles andere wäre ja dann ärgerlich. Nehme ich also nochmal die Münzen hier oben mit. Achso, von den Sonnenblumen kriegt man ja auch Münzen. Die sollte ich auch einsammeln. Falls möglich, einfach um hier ein bisschen effizienter zu arbeiten. Arbeiten. Ja, Arbeit kann man es jetzt kaum nennen, aber... Der Robo. Wo ist der Robo? Irgendwo im Hintergrund weiter rechts auf jeden Fall. Irgendwo, wo man sich so ein bisschen fallen lassen musste, glaube ich, war das... In der Nähe des Hundes, also da, wo wir diesen Hund vorhin schon gesammelt haben. Den Hund, den haben wir ja zum Glück schon. Da war das, glaube ich. Da in der Nähe ist irgendwo dieser Bastelroboter. Naja, schauen wir mal weiter. Ach, da vorne ist er. Okay. Ja, war ja wirklich in der Nähe von dem Hund, naja. Jetzt in unmittelbarer Nähe war er zwar auch nicht, aber in der Nähe kann man schon durchgehen lassen. Gucken wir mal in den nächsten Abschnitt. Da haben wir Schleicherei allerlei. Und da suchen wir natürlich auch wieder einen Roboter. Da wird er wahrscheinlich im Hintergrund sein, hinter einer von diesen Schiebeplatten. Und da macht es jetzt Sinn, den Alarm direkt auszulösen eigentlich, damit die Schiebeplatten immer runtergefahren sind. Oder werden die runtergefahren oder hochgefahren, wenn der Alarm ausgelöst wird? Ich meine runtergefahren.
Ja, genau. Also hier müssen wir den Alarm auslösen, damit die unten bleiben. Und dann können wir uns auf den Hintergrund konzentrieren. Hier vorne ist er nicht. Dann nehme ich die Münzen natürlich mit. Gucken mal, ob es auf dieser Ebene vielleicht ist. Münzen, 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 Münzen. Unendlich viele Münzen. Damit kann ich leben. Ah, die Zehner nehme ich auch noch mit. Ah. Wir kommen dem Ziel aber schon näher. Da vorne ist er schon. Nehmen wir noch einmal hier die Münzen mit. Die sacke ich nochmal eben ein. Und da haben wir ihn. Markiert ist er mit dem Ei. Und wir können den Level beenden. Dann müssen wir jetzt ja nur noch den Roboter finden in dem letzten Level. Also in diesem Zahnrad-Level. Also, ab zu der Rostfabrik, zur Zahnrostfabrik. Und rein ins Getümmel. Na? Hallo, Ladezeit. Da sind wir ja. Den Level haben wir ja schon oft genug gesehen jetzt. Ach so, ja. Münzen, 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 Münzen. Ich muss Münzen mitnehmen. Das muss ich mir nur immer wieder sagen. Hier weiß ich jetzt gerade nicht, wo der Roboter war, aber in den anderen Levelabschnitten war der immer so riesig. Also den konnte man eigentlich gar nicht übersehen. Der war so auffällig. Von daher schätze ich einfach mal, das wird hier derselbe Fall sein. Vermutlich wird man da nur schwer dran vorbeilaufen können. Diese Scheigers mit den Bazookas finde ich übrigens sehr, sehr witzig. Die sind schon echt cool gemacht. Passt eigentlich gar nicht so wirklich zu Shy Guys. Mit Bazookas zu feuern. Finde ich persönlich. Ah, Speicherpunkt. Diesmal werfe ich die da hinten einfach ab, die Kisten. Ah, was? Das wäre eine 20 gewesen. Das gibt's doch keine. Das hat nicht gezählt. Wie unfair. Ah, ihr habt's doch gerade gesehen. Also ich habe doch mit der Münze hier die 20 getroffen. Ah. Das Spiel behandelt mich ungerecht. Schnabulieren wir mal die Shy Guys und gehen weiter nach oben. Oder flattern hier weiter nach oben. Von Zahnrad zu Zahnrad. Ganz, ganz, ganz viel Geduld. Mit Geduld zum Sieg. Ah, alle Münzen haben wir. Dam-da-dam-da-dam. Ja, wir sind ja schon gleich oben. Da, endlich. Das Fragezeichen hier nochmal kaputt. Oh, ganz viele Münzen. Immer her mit den Münzen, bitte. Jetzt habe ich nicht mehr wirklich auf den Roboter geachtet, muss ich zugeben. Ah. Where is my Roboter, Kollege? Ich spreche wieder mit einem englischen Akzent, ohne zu wissen, warum ich das tue. Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich einfach solche Ausflüchte. Da im Hintergrund ist er jedenfalls nicht. Wo ist denn der Roboter? Da ist die Kiste. Die Geschenkkiste. Da hole ich mir auf jeden Fall auch nochmal die Münzchen raus. Na, Yoshi, bitte treffen. Dankeschön. Oh, das war schon wieder eine knappe Kiste. Hm, aber weiterhin kein Roboter. Vielleicht hier vorne. Da oben hole ich mir jetzt erstmal über Bande sogar die Münzkiste. Das war doch mal eine Leistung. Aber ich hatte schon bessere über Bande-Schüsse. Ich hatte schon bessere Wölkchenschüsse. Da hatte ich schon ein paar coolere Sachen noch dabei. Nicht viele, aber einige. Ah, die nehmen wir hier auch schön alle mit. Ach so, jetzt muss ich hier auf der anderen Seite hoch wahrscheinlich. Genau. So ist es jedenfalls gedacht ursprünglich. So, und jetzt noch ein bisschen klug springen. Ah, das kriegen wir hin. Okay, und wir sind oben. Da hinten ist der Roboter auch. Ich habe den Roboter gefunden. Und das war der letzte Roboter. Wir haben alle Robos. Also, Level beenden. 2417 Münzen.
Und die restlichen Münzen, die holen wir uns doch jetzt bei der nächsten Aufgabe, falls es noch eine gibt. Darf ich wohl das hier überreichen für den Dosenroboter? Bitteschön. Hier sind die Gefallen ausgegangen. Also, das war der letzte Gefallen. Dann machen wir jetzt hier auf Zeit noch die Schnuffel-Challenge. Und während ich die Schnuffel-Challenge mache, muss ich mindestens 100 Münzen noch sammeln. Dann haben wir aber auch einen sehr angenehmen Abschluss hier gefunden für die Stage. Oder für die Welt. Wo die Schnuffelchen sind, weiß ich ja. Also kann ich jetzt hier einfach entlang rennen. Muss nur darauf achten, noch ein paar Münzen zu sammeln. Ah, es geht ja gut los. Wäre ich hier wieder fast zerquetscht worden gerade. Na, den Scheiger hätte ich eigentlich gerne noch eingeschlabbert. Ah, rennen. Da vorne haben wir das Zahnrad. Ah, ich kriege jetzt natürlich echt schon Zahnschmerzen, wenn ich das Zahnrad sehe. Weil das eine weiter vorne so mies versteckt war. Ich renne hier durch die Lava durch, mache ich natürlich extra, einfach um Zeit zu sparen. Ich bin durchaus bewusst, dass das nicht ganz, ganz schick ist, was ich hier mache. Aber wir wollen ja nur die Hunde haben und sonst nichts. Nein! Oh, jetzt wurde ich so weit zurückgesetzt. Ja, das habe ich davon. Das habe ich davon, dass ich jetzt hier Zeit sparen wollte, glaube ich. Das bin ich jetzt selber schuld. Das bin ich selber schuld. Naja, unsere HP sind ja wieder aufgefüllt zum Glück. Und da haben wir unser Hündchen. Hätte dich gerne, Hündchen. Moment, habe ich jetzt einen verpasst eigentlich? Ist das jetzt der zweite? Habe ich jetzt einen oben stehen lassen? Nein, bitte nicht. Ich überlege gerade. Ich meine, ich hätte das letzte Mal, als ich hier war, schon einen gehabt eigentlich. Nein, bitte nicht. Wo der letzte war, weiß ich. Der hing unten irgendwo in der Walachei rum. Und ist das hier der zweite oder der erste? Ah, es ist der zweite. Ah. Müssen wir nochmal erneut versuchen. Ah. Da habe ich jetzt nicht richtig nachgedacht. Der erste war also doch hier oben schon. Ah, wo war denn hier oben? Ich habe schon wieder vergessen, wo die ganzen... Ach, stimmt, der hing hier links irgendwo runter. Genau. Ja, der hing an einer von diesen sich bewegenden Plattformen, glaube ich. Aber eine Ebene weiter hier drunter. Also hier links irgendwo war der. Und irgendwo hat er sich festgehalten. Genau, da ist er ja. Okay, also diesmal habe ich auch den Blauen dabei, den Schnuffel. Ja, das ist das letzte Mal, glaube ich, dass wir jetzt auch hier die Hunde sammeln. Ja, schon ein bisschen traurig. Das letzte Mal, dass wir hier Schnuffel aus seinem Gefängnis befreien. Dem Gefängnis der Welt, in der er sich befindet. Ah, ich laufe trotzdem durch die Lavasäulen durch. Mir ist das alles egal hier. Es geht nur um Geschwindigkeit. Ja. Mir egal. Da ist nämlich schon ein Speicherpunkt. Ich kann hier auch ein bisschen klug mit der Tatsache spielen, dass ich, dass ich ja zwischendurch auch immer wieder Speicherpunkte habe, um mich aufzufüllen. Leider kann ich das hier nicht beschleunigen, diese Stelle. Ich muss hier einfach warten, bis die Lava langsam abgelassen wird. Dumm. Ich werde ja auch nicht von dem Bildschirm verfolgt oder so. Also ich habe hier alle Zeit der Welt gerade. Lalalala. Wie viele Münzen habe ich denn? Ah, nehmen wir mal den Hund mit. Muss ich gleich nochmal drauf achten. Ich habe keine Ahnung, wie viele Münzen ich jetzt gesammelt habe. Der letzte ist ja hinten auf einem von diesen Stampfern oben. Und den holen wir auch gleich noch. Sind hier nirgendwo Münzen? Ich habe irgendwie akuten Münzmangel. Hier unten waren noch welche, oder? Nee, hier sind keine. Ah, nicht auf dem Hinweg. Auf dem Hinweg sind hier keine Münzen. Das gibt's doch gar nicht. Hier vielleicht welche drin? Nee, da sind Herzen drin. Ah, hier sind irgendwo Münzen. Warum? Warum sind hier nirgendwo Münzen? Die wollen mich doch ärgern. Die wollen mich doch ärgern. Ah, Moment, ich muss noch einmal zurück. Da oben in der Mitte war ja, glaube ich, der Hund. Hier irgendwo. Da hängt er. Okay, den haben wir. Ah!
Bin hier zu schnell gerannt. Mann, Mann, Mann. Naja, die Zeit-Challenge haben wir drin. Ja, Münzen muss ich dann leider nochmal in dem Level holen. Da muss ich noch einmal irgendwo durchlaufen. Ich weiß gar nicht, was jetzt so der Level ist, den man am schnellsten beenden könnte, um mal eben noch ein paar Münzen zu besorgen. Ah. Wo könnte ich denn jetzt nochmal Münzen kriegen? Welche von den drei Stages, die wir hier zur Auswahl haben, da haben wir jetzt natürlich den Stempel übrigens, welche von den Stages hier bringt denn die meisten Münzen? Gucken wir mal kurz. Aber erst einmal kommt natürlich jetzt hier die Animation, dass wir alles gefunden haben. Und kriegen wir noch irgendeine Meldung? Hurra, alle Grinseblumen gefunden. Nö, noch eine Meldung kriegen wir nicht. Wo gehen wir denn durch? Wir gehen einfach einmal in diesen Schleichlevel rein. Wir machen also einmal ganz, ganz kurz den Schleichlevel, damit wir genug Münzen haben, um uns die restlichen Kostüme zu kaufen. Also, hallo? Ja? Ploink, ploink. Wie viele brauchten wir? 100 Stück, glaube ich, ne? Ja, ja, 100 kriegen wir auf jeden Fall mal eben zusammen. Ich muss hier, diesmal muss ich hier wirklich nur langlaufen. Ich muss hier gar nichts machen. Denn wir haben ja alles. Also nur rennen, 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 rennen. 47 Münzen. Ist doch auch mal schön, oder? Dass man einfach mal so eine simple Aufgabe hat. Nicht suchen, nicht irgendwo hinter irgendwelche Ecken rennen, sondern einfach nur ein paar Münzen sammeln, die einem gerade so über den Weg laufen. Dumm die dumm. Da oben sind noch drei. Die nehme ich. Da oben sind noch ein paar. Die nehme ich auch mit. Ebenso die hier unten. Boah, den bin ich jetzt aber gut ausgewichen. Gehen wir mal da oben drauf. Da haben wir auch noch einige. Okay. Yep. Und wie viele haben wir jetzt insgesamt? 84. Ich glaube, ganze 100 Münzen brauchte ich ja auch gar nicht mehr, sondern so knapp unter 100. Ich habe jetzt nicht auf die genaue Zahl geachtet vorhin, aber ich glaube, wir haben jetzt schon genug Münzen zusammen. Na, nehmen wir sicherheitshalber trotzdem mal ein paar mehr mit. Man weiß ja nie, vielleicht habe ich mich ja auch verguckt oder verzählt oder versonst was. Da sind noch drei und jetzt haben wir die 100 zusammen. Also jetzt laufe ich einfach mal ins Ziel. Da ist es ja auch schon. Und dann können wir uns jetzt die Kostüme kaufen. Jupp, also einmal durchs Ziel. Und eins von den neuen Kostümen würde ich vorschlagen, ziehen wir uns auch an. Natürlich ziehen wir uns eins an. Yoshi sieht so happy aus. Darf er auch sein. Ja, 2521 Münzen haben wir zusammen. Also ab an den Automaten. Da vorne ist er. Und wir ziehen uns mal ein paar Münzen. Nicht ein paar Münzen, ein paar Kostüme. Ah! Also. Ach, ich hätte gar nicht so viele gebraucht. Ah, ich hätte nur 2250 gebraucht. Stimmt, ich hatte ja eine geschenkt bekommen, eine Münze. Ach, naja, hätte ich mir die Level gerade sparen können. Whatever. Wir schauen mal hier rein. Wir haben Zahnräder als ultra seltenes Kostüm. Einen Pilolino. Eine schwarze Kaffeesahne. Eine Absperrung. Eine Glühbirne. Eine bemalte Fassade. Eine rote Mülltonne. Ein Elektrolift. Und einen grünen Apfel. Gehen wir mal raus aus dem Menü. Also vollständig, wir haben alles gekauft. Wir haben überall alles gekauft, möchte ich dazu sagen. Wundervoll. Das heißt, wir können hier weitergehen, aber ziehen wir uns erstmal eins von den Outfits hier an. Ah, wo sind die Outfits denn? Die neuen ganz unten wahrscheinlich. Da sind sie alle. Und ich will das Zahnrad-Outfit anziehen. Übrigens, Fun Fact, wo ich es hier gerade gesehen habe, da die Bohnenpackung, nicht die Bohnenpackung, die Kaffeesahne hier, da ist im Vordergrund, also auf dieser Abdeckung, eine Bohne drauf abgebildet. Und das ist, glaube ich, eine Anspielung an Mario und Luigi, das Game Boy Advance-Spiel. Da gibt es nämlich das Bohnenkönigreich und da werden,
Es sieht auf jeden Fall mächtig nach diesen Bohnen aus, die es da gibt. Also ich schätze, das ist eine Anspielung darauf. Egal, wir nehmen das Zahnradkostüm und schauen einmal kurz auf die Levelübersicht. Ja, wir haben überall alles geschafft. 647 Sonnen. Alter Schwede. Schauen wir einmal hier auf die Karte. Also wir sehen, alles leuchtet hier. Überall. Wir haben alles in jeder Welt geschafft. Das heißt, wir können hier weitergehen. Uppala, jetzt bin ich hier in die vordere Welt. Wir können hier weitergehen und können einmal kurz schauen, dass wir hier dem Roboter da vorne einmal die Münzen blechen, damit wir den letzten Level betreten können. Also, da ist er. Uff, ich bin so kaputt, ich hätte gerne 30 Grinzeblumen. Da kriegt er sie. Ach, Bowsers Schloss im Hintergrund. 411 Blumen haben wir noch übrig, aktuell. Hier geht's blendend. Ich gehe auch sofort aus dem Weg und hopp. Also, er springt zur Seite und wir unterhalten uns. Vielen Dank, wie hast du denn hierher gefunden? Ich habe ganz viele Traumjuwelen gesammelt. Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen, verstehe. Jo. Ah, und ich habe etwas Schlimmerndes zu Boden fallen sehen, gleich da hinten. Immer weiter gehen, dann stößt du genau drauf. Der Kerl in Blau ist gerade hier durchgesaust. Beeilung. Und da oben, liebe Freunde, haben wir den vermutlich Endkampf. Und ich höre an dieser Stelle auf. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und es hat euch gefallen. Falls es so sein sollte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. So oder so, wir hören uns beim spannenden nächsten Part. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.